SWR1 Wetterstudio. Eine Fallhöhe, das ist ein starker Abwind aus der Gewitterwolke heraus. Kommt meist dadurch zu Es wird dadurch schwerer und richtig in die Tiefe gerissen. Ein Tornado wiederum entsteht durch sogenannte Windschnur. Das heißt, in verschiedenen Höhen kommt der Wind aus total verschiedenen Richtungen und bringt dadurch eine ganze Gewitterwolke zum Rotieren. Anhand des Zerstörungsmusters kann man jetzt ermitteln, ob Tornado oder Fallböe war. Bei einer Fallböe werden zum Beispiel Bäume in die gleiche Richtung umgeknickt. Und bei einem Tornado, da wird alles ziemlich wild und wüst verteilt. Wild und wüst. Genauso sieht Framersheim heute aus. Wie nach einem Bombeneinschlag, wie in einem Katastrophenfeuer. So versuchen Augenzeugen die Zerstörung in Wolken zu fassen. Der ganze Ort steht unter Schock, erzählt Inga Barreis. Tränen in den Augen, weil sie es alles gar nicht fassen. Sowas hat hier natürlich noch keiner erlebt und alle sind total fertig. Auch in Otterberg, Schifferstadt und Waldsee in der Pfalz richten Gewitterböen schwere Schäden an. Aber Framersheim trifft es auch nicht schlimm. Rund 100 Häuser sind teilweise schwer beschädigt. Zwei sind eingestürzt. Betroffen sind der Kindergarten, die Kulturhalle, das Clubheim vom Arbeitsverein und vom Tennisclub. Hier herausgerissen ohne zertrümmerte und hunderte entwurzelte Bäume. Bürgermeister Ulrich Armbrüster. Schätzungsweise an der Sport- und Kulturhalle Schaden von 1000 Euro, Friedhof, Kindergarten. Also ich sage mal, Gesamtschäden, die sicherlich mit Euro allein weg.